Das kann man so nicht sagen. Der neue Personalausweis beispielsweise hat eine 6-stellige PIN. Trotzdem ist er sicher, obwohl sie so kurz ist. Das liegt daran, dass es dort eine Hardware gibt, die verhindert, dass man beliebig viele Versuche hat. Wenn es eine solche Hardware nicht gibt, dann gilt das Prinzip, je länger das Passwort, desto sicherer ist es. Aber ein langes Passwort alleine garantiert noch keine Sicherheit. Beispielsweise sollte man darauf achten, dass es nicht in einem Wörterbuch steht. Denn für solche Passwörter gibt es sehr effektive Programme, die Sie sehr schnell knacken können. Auch eine Passwort-Policy, wie sie viele Systemadministratoren vergeben, garantiert noch kein sicheres Passwort. Eine solche Policy schreibt beispielsweise vor, dass man Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen verwenden muss. Und die Nutzer, die lösen dieses Problem in der Regel, indem sie Buchstaben, beispielsweise ein I, durch eine 1 ersetzen. Das Problem dabei ist, die Passwort-Cracker, die wissen das. Und die können solche Passwörter genauso schnell knacken wie solche, die in einem Wörterbuch stehen. Gute Passwörter erhält man, indem man sich einen Merksatz nimmt und diesen Merksatz auf seine Anfangsbuchstaben reduziert. Beispielsweise, wer wird 2017 Deutscher Meister? Nur der BVB. Beim Merken von Passwörtern helfen einem Passwortmanager, wie beispielsweise der Mobile Sitter von Fraunhofer SID oder vergleichbare Programme.